Der Versuch. Können Sie mich hören? Können Sie mich verstehen? Wunderbar, jetzt klappt's. Ja, also es geht ja schon los. Name ist Programm. Wir haben uns alle heute schon ins Bockshorn jagen lassen von der Technik. So war es natürlich nicht geplant. Also das war nicht extra eingebaut. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Heilpflanzen-Webinar der Saluvet-Akademie. Wir haben heute wunderbares Wetter und ich freue mich, dass Sie sich trotzdem eingefunden haben. Nachdem Sie jetzt dann auch das Bild sehen können, den Bockshornklee, der sieht ja zunächst mal relativ unspektakulär aus, aber das ist eine ganz potente Heilpflanze und wir kennen es vielleicht bisher, die Pflanze aus der Küche, aus der arabischen, aus der indischen Küche. Oder vielleicht, wenn Sie in Südtirol mal waren und da Brot mit Bockshornkleesamen gegessen haben. Oder ich habe gerade zu Hause einen wunderbaren Ziegenkäse mit Bockshornkleesamen. Aber dass es sich dabei auch um eine Heilpflanze handelt, das werden wir uns gleich mal anschauen. Nachdem es jetzt technisch klappt, können wir auch starten. Sie wissen, dass ich immer ganz gerne mit einem kleinen Spruch, mit einem Zitat starte. Und in dem Falle geht es natürlich um dieses Wort ins Bockshorn jagen. Das muss man ja erstmal erklären, erstmal herleiten. Und ich habe eine Formulierung gefunden, eine literarische Quelle von Martin Luther. Und zwar soll er gesagt haben, alle Welt ist erschreckt und überpoltert, bis sie endlich ins Bockshorn gejagt. Wenn man im Duden nachschaut, was damit gemeint ist, jemand ins Bockshorn jagen, dann heißt das in der Regel jemanden einschüchtern, jemanden verunsichern oder in die Enge treiben. Also es gibt auch landschaftlich ganz unterschiedliche Auslegungen, Bedeutungen. Der eigentliche Ursprung dieser Formulierung ist unklar. Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsversuche. Und früheste literarische Belege, die stammen aus dem 15. Jahrhundert. Aber wie gesagt, ich habe vor allen Dingen dieses Wort hier von Martin Luther gefunden. Also einfach nur, dass wir dieses Sprichwort auch wenigstens am Anfang mal kurz angesprochen haben. Das eigentliche Zitat, mit dem ich starten möchte, ist dann aber wieder mal von Hildegard von Bingen. Das ist ja immer eine dankbare Quelle. Und auch die hat sich natürlich mit dem Bockshornklee befasst. Und sie hat gesagt, beziehungsweise nachher geschrieben, der Bockshornklee ist mehr warm als kalt. Und ein Mensch, der Fieber hat, die ihn oft den Schweiß austreiben und den das Essen anwidert, der nehme das Kraut von Bockshornklee im Sommer und erwärme seinen Samen in Wein und trinke dies oft warm im nüchternen Zustand und es wird ihm besser gehen. Also es scheint bei Fieber, bei Schweiß, bei Schwitzen, es scheint bei Appetitlosigkeit, es scheint beim allgemeinem Unwohlsein ein Thema zu sein. Wir werden uns das im Folgenden mal anschauen. Das ist er, der Bockshornklee. Wie gesagt, er sieht also zunächst mal relativ unspektakulär aus. Dass er als Klee bezeichnet wird, ja, das macht die Optik aus. Trigonella foenum graecum, das ist der lateinische Name, der botanische Name für diese Pflanze. Und wenn wir uns mal anschauen, womit wir es zu tun haben, ist es wieder mal eine Pflanze aus der Familie der Schmetterlingsblütler. Sie wird sowohl als Gewürzpflanze als auch als Arzneipflanze angewendet. In einigen Regionen der Welt, wie gesagt, in Indien, im arabischen Raum, auch als Nahrungsmittel oder auch als Futterpflanze. Der Ursprung dieser Pflanze scheint aus dem Mittleren Osten zu stammen und insgesamt aus der Mittelmeerregion. Und wir haben es hier mal mit einer typischen Schleimdroge zu tun. Das ist also keine ätherische Öldroge, auch wenn sie natürlich ätherische Öle unter anderem enthält. Es ist eine klassische Schleimdroge. Und wir haben, vielleicht im Moment kann man sich das hier mal anschauen, das sind ganz lange, schmale Hülsenfrüchte, die hornartig sind. Deshalb auch Bockshornklee. Und in diesen Hülsenfrüchten sind jeweils 10 bis 20 einzelne kleine Samen enthalten. Und die ganze Pflanze, wer sie kennt, duftet würzig, aromatisch. Der Samen, die Früchte natürlich mal umso mehr. Es ist eine einjährige Pflanze, eine krautige Pflanze und die kann eine Höhe bis zu 80 Zentimeter erreichen. Und eben diese Laubblätter, die sehen kleeartig aus, daher eben auch der Name Bockshornklee. Und in der Medizin werden die reifen Samen verwendet. Man kann sie innerlich anwenden, aber auch äußerlich. Und
Den Boxhornklee, den haben Sie mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen. Wer sich für Heilpflanzen interessiert, der kennt sicherlich auch diese Pflanze oder das Gewürz zumindest aus der Küche. Sie wissen, dass ich mir immer gerne auch die üblichen Namen des Boxhornklees anschaue. Und ich habe gesehen, dass wir wieder Besucher aus ganz unterschiedlichen Regionen haben, auch jemand aus Österreich dazu gekommen ist. Welchen Namen der Boxhornklee dort hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe mal insgesamt geschaut, der Name, den wir alle kennen, der sich auch ableitet von dem griechischen Trigonella phoenum graecum, heißt eigentlich nichts anderes als griechisches Heu. Die anderen Namen, die beziehen sich eher auf die Form der Früchte, Kuhhornsamen oder Kuhbohne, Rehhörner, Rehkörner, Ziegensamen, Ziegenhornklee, Hirschwundkraut, Filigratie von Phoenum graecum, Fenugreek auch in einigen, scheint eher aus dem Plattdütschen zu kommen, Schöne Margret, Siebenzeiten. In der Ayurveda-Medizin wird der Boxhornklee als Metika bezeichnet. Andere Namen Stundenkraut, Philosophenklee oder Fenugreek. Also viele dieser Namen beziehen sich einfach auf die Form der Früchte. Und ja, Hirschwundkraut, vielleicht hat das auch was mit Verletzungen zu tun. Ich glaube, das werden wir uns im Folgenden einfach mal anschauen. Viel spannender ist dann immer der Name, der lateinische, der botanische Name, den diese Pflanze verliehen bekommen hat, Trigonella phoenum graecum. Dieser Gattungsname Trigonella leitet sich ab von griechisch tri für drei und gonia, das ist abgeleitet von Ecke bzw. Winkel. Und das gibt einen Hinweis also auf diese dreiteilige Blattspreite oder eben auch die dreiteilig wirkende Blüte, also Trigonella. Und Phoenum graecum, den Namen hatten wir eben schon, bedeutet nichts anderes als griechisches Heu. Und das gibt uns einen Hinweis, dass gerade im Altertum in diesen Regionen, im Mittelmeerregion, dass der Boxhornklee, also das Kraut, auch als Futterpflanze angewendet wurde. Ja, der Boxhornklee historisch, der hat eine ganz lange Anwendungstradition schon seit Jahrtausenden. Und man findet sogar Spuren in steinzeitlichen Gräbern. Man hat festgestellt, dass der Boxhornklee, also auch schon sein, beziehungsweise Boxhornkleesamen, auch schon ihre Verwendung in der Kupfersteinzeit gefunden haben. Und so vermutet man, dass es sich bei dieser Pflanze um eine der ersten von Menschen kultivierten Pflanzen handelt. Boxhornklee-Zubereitungen, die wurden bereits vor Jahrtausenden auch im alten China, in Indien, im arabischen Raum, in Griechenland und im Römischen Reich angewendet. Und der Boxhornklee hat eigentlich immer schon ein sehr hohes Ansehen genossen, sowohl als Heilpflanze als auch als Gewürzpflanze. Und als Gewürzpflanze hat der Boxhornklee auch heute noch eine ganz wichtige Bedeutung in der indischen, in der chinesischen oder arabischen Küche. Sie kennen vielleicht aus dem indischen Restaurant oder wer schon mal in Indien war, die Tandoori-Küche oder er ist auch Bestandteil im Masala-Gewürz oder auch ein wesentlicher Bestandteil im Curry. Und auch in China findet er Einsatz. Und in China ist es ja häufig so, dass alles, was als Gewürz in der Küche eingesetzt wird, auch immer gleich eine Bedeutung hat. Das und das ist gut für die Atemwege, für Magen-Darm, für die Verdauung, wie auch immer. Und man findet also sehr viele historische Unterlagen über den Boxhornklee. Also er hat immer schon eine große Bedeutung gehabt. Wenn man weiterschaut, dann, wie er denn angewendet wurde, sowohl innerlich als auch äußerlich. Im alten Ägypten, da findet man Hinweise, dass er äußerlich bei Brandwunden Verwendung fand. Innerlich Geburtshilfe, Geburtsnachsorge, das sollte man sich mal merken, denn darauf komme ich nachher nochmal zurück. Aber auch zusätzlich als Schleimdroge eine Bedeutung für die Atemwege, dass man eben leichter abhusten kann. Hippokrates, der hat nachher seine Bedeutung äußerliche Anwendung bei Geschwülsten und Geschwüren und Abszessen genannt, aber auch innerlich wieder der Einsatz für die Verdauung.
Capitulare de Villis, das kennen Sie, das hatten wir schon mehrfach angesprochen. Das ist die sogenannte Landgüterverordnung, die Karl der Große im 8. Jahrhundert erlassen hat. Er hat also vorgeschrieben, welche Heilpflanzen auf seinen Landgütern angebaut zu werden haben als Heilpflanzen. Und da findet man in dieser Liste, vielleicht können Sie es einigermaßen lesen, Phönigrecum hier oben. Da ist also auch der Boxhornklee, der sollte als ganz wichtige Heilpflanze auf den Landgütern angebaut werden. Und Hildegard von Bingen, mit der hatten wir ja angefangen, die hatte ja gesagt, der ist gut für diejenigen, die das Essen anwidert, sowie für Menschen mit Fieber. Also eine appetitanregende Wirkung. Das ist ja auch immer ganz wichtig, auch wenn wir nachher von Tieren reden oder von Menschen reden, die krank sind, die nicht so richtig Appetit haben. Das ist auch immer eine Sache, die man sich merken muss. Und Leonard Fuchs aus dem 16. Jahrhundert, der hat eben auch die Bedeutung bei der äußerlichen Anwendung gegen Geschwülste, gegen Gicht und andere Gliederschmerzen erkannt. Mattioli, der sagte, heilet die versehrte Brust, da geht es also um Atemwegserkrankung. Geschwür, Geschwer erweichen, also auch äußerlich wieder, um Geschwulst, Abszesse aufbrechen zu lassen. Und aber auch erkannt, dass es also auch eine Bedeutung hat bei Durchfallerkrankungen in der roten Ruhr, sagte er. Und dann auch wieder unser Freund Sebastian Kneipp im 19. Jahrhundert, der sagte dann noch bei Halsleiden mit starken Hitzen im Hals, also starken Entzündungen, starken Brennen, dient der Tee als Gurgelwasser. Also Sie merken, der Boxhornklee ist immer schon sehr vielseitig eingesetzt worden über die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hinweg. Und wenn man sich jetzt mal den Einsatz bei den Tieren anschaut, dann ist es immer dankbar, sich diese Rossarzneibücher anzuschauen. Derer haben wir uns ja auch schon mal häufiger mal bedient. Das sind ja die Erkenntnisse rund um Erkrankung, um Haltung, um Versorgung, um Gesundheit der Pferde. Da gibt es Unterlagen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Und wenn man sich da klar macht, in der damaligen Zeit waren die Pferde natürlich jetzt nicht vierbeinige Familienmitglieder oder Freunde, mit denen man gemeinsam den Reitsport betreibt. Da ging es natürlich auch ums Heer, da ging es um die Verteidigung des Landes mit berittenen Soldaten nachher. Und in den Rossarzneibüchern, da findet man Hinweise, dass der Boxhornklee bzw. die Boxhornklee-Samen bei Atemwegserkrankungen der Pferde Bedeutung hatten, aber auch bei Magen-Darm-Erkrankung. Dann, wenn das Tier eine allgemeine Stärkung brauchte, nach Erschöpfung, nach einer vorangegangenen Erkrankung. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da weiß, welcher Pflanzen man sich bedienen kann. Und da gibt es auch bereits einen Hinweis, dass die Boxhornkleesamen die Milchbildung fördern. Und ein weiterer Hinweis war, dass man den Boxhornklee zusammen mit Enzianwurzel auch bei Gelbsucht angesetzt hatte. Also anscheinend bei Leber-Galle-Erkrankungen. Und Sebastian Kneipp, wenn wir uns da wieder anschauen, was er über die Pferde gesagt hat, er hat sich auch dazu geäußert. Und er hat gemeint, es gebe gegen die Kehlsucht des Pferdes, das ist das, was man heute als Druse übersetzen würde, kein besseres Mittel als Boxhornklee innerlich gegeben. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wertvoller Hinweis. Und er sagte dann auch nochmal, der Boxhornklee sei das Beste von allen mir bekannten Mitteln zum Auflösen von Geschwülsten und Geschwüren. Das ist also wieder die äußerliche Anwendung. Und der Boxhornklee, er würde langsam und schmerzlos wirken, aber bis zum letzten Tropfen Euter ausdauernd und gründlich. Also wir haben es da mit einer Pflanze zu tun, die man sowohl äußerlich als auch innerlich anwenden kann und die uns da wertvolle Hilfe und Dienste leistet. Spannend wird es immer dann, wenn wir uns anschauen, ja, was ist denn eigentlich das Wesentliche, welche sind denn die wertbestimmenden Inhaltsstoffe in diesen kleinen Boxhornklee-Samen? Und ich hatte Ihnen schon gesagt, dass der Boxhornklee, also die Boxhornklee-Samen, dass es eine klassische Schleimdroge ist. Und die enthalten also bis zu 30% Schleimstoffe. Das ist sehr viel. Dann aber auch bis zu 3% Steroidsaponine. Steroide, das heißt, gibt uns immer einen Hinweis so Richtung Hormone, hormonelle Wirksamkeit. Sind darüber hinaus aber auch Bitterstoffe und wieder Flavonoide enthalten. Und auch diese Boxhornklee-Samen enthalten Spuren ätherischen Öls.
Ich finde das immer sehr schön, weil wenn bei uns im Hause Boxhornkleesamen frisch vermahlen werden und ich zufällig gerade an der Produktion vorbeikomme und dann dieses frisch gemahlene Pulver rieche mit diesen gerade freigesetzten ätherischen Ölen, also das ist für mich immer Aromatherapie. Ich rieche das immer ganz furchtbar gerne. Diese Wirkstoffe, diese wertbestimmenden Inhaltsstoffe, also Sie sehen, das ist insgesamt ein sehr breites Wirkstoffspektrum. Und man sagt, dass es also einen umfassenden Einfluss auf das Leber-Galle-System hat. Und wenn wir uns hier vor allen Dingen eben auch mit der Milchkuhhaltung in der Landwirtschaft beschäftigen, dann findet man eben auch da Hinweise, dass der Boxhornklee als Futterergänzung auch zur Vorbeuge, zur Prävention der Ketose, also dieser Stoffwechselerkrankung nach dem Kalben, geeignet ist, da der Boxhornklee auf den Glukosestoffwechsel wirkt. Die eigentlichen Wirkungen, die also auch allgemein bekannt sind, die also auch festgelegt sind in den Monographien, die besagen, dass die Boxhornkleesamen einmal eine leberschützende Wirkung haben, aber auch nierenschützend und Leber und Nieren, da merken wir schon mal, das hat auch was mit Entgiftungsfunktionen zu tun. Die Boxhornkleesamen regen aber auch die Galle-Funktion an, hat also was mit Verdauung zu tun, mit Fettverdauung auch. Ganz spannend ist der Hinweis, dass die Boxhornkleesamen auch auf das Immunsystem wirken, also eine immunmodulierende Wirkung haben, also in der einen Situation das Immunsystem anregen, aktivieren können, dass es anspringt, auf der anderen Seite aber auch, wenn es mal überschießende Reaktionen gibt, wie es bei einer Allergie beispielsweise sein kann, da also auch wieder eine normalisierende, eine regulierende Wirkung. Für uns heutzutage im Humanbereich auch nicht ganz uninteressant, dass die Boxhornkleesamen auch eine Cholesterin- und blutfettsenkende Wirkung haben. Also es lohnt sich durchaus, die auch mal auf den Speiseplan zu setzen, die in Gerichten zu integrieren. Boxhornkleesamen sind auch antientzündlich, immer gut. Und wir wissen auch, dass Boxhornkleesamen auch antioxidativ wirken, das heißt zellschützend wirken, also schützen vor oxidativem Stress. Und Sie merken, das ist schon mal eine unglaubliche Bandbreite, also über Leber, Nieren, Galle, Immunsystem, Blutfett, Cholesterin, Entzündung, Zellschutz. Also das geht schon mal in eine ganz weite Richtung. Und wenn wir uns weitere Wirkungen anschauen, die dem Boxhornklee-Samen zugesagt werden, zugesprochen werden, die also zum Teil auch wirklich in Studien belegt sind, allgemein bekannt ist die appetitanregende Wirkung. Und das merken wir auch immer, wenn man irgendetwas hat, was die Tiere eigentlich sonst nicht so gerne mögen, wo man den Appetit der Tiere anregen möchte. Da ist man immer mit Boxhornklee-Samen gut dabei oder Anis Fenchel. Das sind auch Geschichten, die die Tiere gerne aufnehmen. Aber gerade Boxhornklee regt den Appetit an. Er hat auch eine blähungstreibende Wirkung, also falls es da mal eine Unwucht im Verdauungstrakt gibt und irgendwelche Gase raus wollen. Und durch die vielen Schleimstoffe wirkt er vor allen Dingen reizlindernd. Also reizlindernd auf angegriffene Schleimhäute, beispielsweise in den Atemwegen, wenn da also durch einen Hustenreiz irgendwie die Schleimhäute beansprucht sind, dann legt sich dieser Schleim schützend auf die angegriffenen Schleimhäute. Und das Gleiche eben auch im Magen-Darm-Trakt, wenn wir da Reizungen haben, entweder durch Durchfälle oder hier sogar im Extremfall vielleicht sogar mit Magengeschwüren zu tun haben, also auch verursacht durch Helicobacter pylori. Also auch da gibt es Studien, dass der Boxhornkleesamen antiulcerogen ist, also sich gegen die Bildung von Magengeschwüren, gegen die Bildung von Magengeschwüren wirkt. Der Blutzucker wird gesenkt, er soll auch eine antikarzinogene Wirkung haben, also auch die Degeneration von Zellen ja, verhindert. Das hat sicher auch was mit dem antioxidativen Stress zu tun, der reduziert wird. Er hat darüber hinaus eine antiseptische und antimikrobielle Wirkung. Er wirkt antiödematös, also gegen Gewebsansammlung, Gewebswasser, gegen Schwellungen in den Geweben, diuretisch über die Wirkung auf die Nieren. Und ganz spannend natürlich auch in der Landwirtschaft, wenn wir es mit Milchschafen, mit Milchziegen oder sonstigen laktierenden Tieren zu tun haben oder auch durchaus mal im Humanbereich, dass der Boxhornklee, die Boxhornkleesamen auch die Milchbildung fördern.
Und eine weitere Geschichte, die dem Boxhornklee-Samen nachgesagt wird, da gibt es wohl Untersuchungen, aber das scheint noch nicht letztendlich geklärt zu sein. Der Boxhornklee-Samen soll auch das Haarwachstum fördern. Ob das jetzt wirklich funktioniert, wenn jemand zu Glatzen neigt, das weiß ich nicht. Aber es wäre vielleicht auch für diejenigen, die mit Lamas, mit Alpakas zu tun haben, bei denen wir natürlich an einem schönen Haarkleid, einem schönen Vlies interessiert sind, da ist es natürlich immer schön, wenn das Haarwachstum gefördert wird. Einen weiteren Hinweis, den ich gefunden habe in einer Monographie der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, da findet sich sogar der Hinweis, dass die Boxhornkleesamen sowohl eine Vorbeugung als auch eine Behandlung der Höhlenkrankheit bewirken sollen. Also wenn man beispielsweise ganz hoch im Gebirge, im Himalaya in den Anden ist und wenn man dann Probleme bekommt, also auch da soll der Boxhornklee eine Bedeutung haben. Und wenn man sich diese ganze Breite anschaut, was er eigentlich alles macht, dann kann man den ja schon fast als Allzweckwaffe bezeichnen. Und spätestens jetzt, glaube ich, wissen wir, dass es eine Pflanze ist, mit der man sich wirklich mal befassen sollte und die also auch in der Versorgung unserer Nutztiere ihren Platz haben sollte. Ich sehe immer zwischendurch, dass auf der Seite schon der Chat in Gang kommt. Sie wissen, wir machen das immer so, dass ich mir den Chat, die ganzen Anfragen zum Schluss hinterher in der Diskussion anschaue. Also ich gehe drauf ein, aber nicht während ich jetzt primär auf diese Folien schaue. Ganz spannend in meinen Augen ist diese phytoöstrogene Wirkung der Boxhornkleesamen. Phytoöstrogene heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass es auch in Pflanzenstoffe gibt, also in Pflanzenstoffe gibt, die eine östrogenähnliche eine östrogene Wirkung haben. Das sind die sogenannten Phytoöstrogene. Das heißt, ist jetzt chemisch von der Strukturformel her nicht genau das gleiche wie unsere körpereigenen Hormone, aber diese Stoffe haben den gleichen Rezeptor, die gleiche Andockstelle im Körper und somit haben die eine hormonähnliche Wirkung, eine östrogenähnliche Wirkung. Und was ist in diesen Pflanzen, welche Gruppe das ist? Das ist hier bei dem Boxhornklee sind das die östrogenartigen Isoflavone, müssen Sie sich jetzt im Detail sicherlich nicht merken. Und die werden eben traditionell zur Geburtseinleitung angewendet und zur Förderung der Milchbildung. Das ist bei den Tieren sicherlich eine ganz spannende Sache. Bei den Menschen ist man immer vorsichtig. Man sagt eben, aufgrund dieser östrogenen Wirkung, man will da ja nicht hineinfuschen in einen Bereich, wird beim Menschen von einer therapeutischen Anwendung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit abgeraten. Also es geht nicht darum, dass Sie jetzt keinen Boxhornklee mehr in der Küche verwenden dürfen. Sie dürfen auch Curry essen und Sie dürfen auch Käse und Brot mit Boxhornklee zu sich nehmen, aber das Ganze eben nicht in therapeutischen Dosierungen über einen längeren Zeitraum hinweg, weil man da einfach nicht weiß, inwieweit das da in dieses ganze Geschehen hineingreift. Bei den Tieren hat man keine hinderlichen Geschichten erkannt. Spannend ist auch, wenn man diesen Boxhornklee aufgrund seiner östrogenartigen Inhaltsstoffe sieht, dass er bezeichnet wird, dass er eine ausgleichende Wirkung auf den Hormonhaushalt haben soll. Das ist dann eine ganz spannende Sache für uns Frauen mit zunehmendem Älterwerden, wenn der Östrogenspiegel langsam sinkt. Dann ist es, kann man sich solcher Stoffe beispielsweise bedienen. Man hat festgestellt, dass der Boxhornkleesamen mit seinem östrogenartigen Verbindung das Osteoporoserisiko in den Wechseljahren reduzieren kann. Und das ist dann mal, denke ich mal, eine ganz spannende Geschichte. Man weiß ja heutzutage, dass diese synthetischen Hormone, die man ja früher genommen hat, um diese Wechseljahrsbeschwerden auszugleichen, dass die nicht ganz ohne sind, dass die eben auch das Krebsrisiko erhöhen können. Und wenn man dann weiß, dass man sich auch der einen oder anderen Geschichte aus dem Pflanzenreich bedienen kann, die auch noch lecker sind, diese Dinge, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz spannender Hinweis. Und dieses Diosgenin, also dieser Bestandteil dieser östrogenartigen Geschichte, fördert eben auch das Wachstum der Milchdrüse und erhöht signifikant in Studien die Milchmenge. Das ist, denke ich mal, in der Milchviehhaltung für uns eine spannende Sache. Bei den Kühen, vielleicht auch bei den Milchziegen, vielleicht hat der eine oder andere auch Milchschafe.
Oder eben auch die Stute soll ausreichend Milch für das Fohlen haben. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und bei Wiederkäuern hat man in Untersuchungen auch eine Verlängerung der Laktationszeit erreichen können. Vielleicht auch mal ein ganz interessanter Hinweis. Und man weiß, dass eben auch die Bildung entzündlicher Botenstoffe reduziert wird. Also wenn wir jetzt von unseren Nutztieren reden, dann auch hier nochmal Hinweis, dass diese Sicherheitsbeschränkung ausschließlich für die Menschen gilt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und da geht es immer um die therapeutische Dosierung. Aber so etwas sollte man dann ja auch grundsätzlich auch mit dem Arzt absprechen. Bei den Tieren, bei trächtigen oder laktierenden Tieren, da gibt es keinerlei Beschränkungen, da ist nichts bekannt und das Ganze wendet man ja schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden sogar schon an. Also da gibt es sicherlich überhaupt keine Befürchtung, dass man da sagt, nee, da müsste ich mich jetzt zurückhalten. Spannend sind auch immer experimentelle Studien, die zunächst im Kleinen noch stattfinden, um sich an ein weiteres Heilpotenzial dieser Pflanzen heranzuarbeiten. Sie wissen, dass ich mich auch mal da schon mal ganz gerne umschaue. Und gerade nach den ja noch ungelösten Erkrankungen, mit denen wir heute zu tun haben, das sind sicher über die Überalterung der Gesellschaft. Wir werden alle älter, wollen aber auch möglichst lange selbstständig bleiben. Wir haben vor allen Dingen da mit dem zunehmenden Älterwerden mit Parkinson-Erkrankungen zu tun, mit Demenz, mit Alzheimer oder eben auch mit Krebserkrankungen. Mit zunehmendem Älterwerden steigt ja auch da das Risiko. Und der Boxhornkleesamen zeigt auch da ein ganz spannendes Potenzial. Und zwar gibt es, was die Parkinson-Forschung angeht, Studien an Patienten, die jetzt allerdings nicht einfach nur mit ein paar Körnchen, ein bisschen gemahlenen Pulver, sondern das macht man natürlich standardisiert mit Boxhornklee-Extrakten. Da gab es einen signifikanten, also statistisch signifikanten Rückgang der typischen Symptome, die diese Parkinson-Erkrankung ausmachen. Und man nimmt an, dass eben die Schädigung bestimmter Nervenzellen verzögert wird. Und letztlich ist es ja, hat es ja was mit der Erregungsübertragung über die Nervenzellen zu tun. Da gibt es ja Probleme bei dieser Parkinson-Erkrankung. Und auch bei Demenz beziehungsweise in der Alzheimer-Forschung bedient man sich der Boxhornkleesamen beziehungsweise des Extraktes. Und da vermutet man auch, dass die beobachteten Verbesserungen in diesen Anwendungsstudien, dass das auch auf einen Nervenschutz zurückgeht. Und das geht jetzt sehr ins Detail, aber für den es interessiert, da sagt man, dass dieses Cholin ist der Ausgangsstoff für einen Nervenaktivator, das Acetylcholin. Und das ist wiederum der Vorläufer des Membranbausteins Lecithin. Und das Trigonellin, das fördert die Nervenleitung, also die Erregungsweiterleitung und schützt die Nerven. Und damit hat es eben die Gemeinsamkeit sowohl bei Parkinson, da geht es um Nervenschutz, als auch bei Alzheimer geht es ebenfalls darum, die Nerven zu schützen. Und da scheint der Boxhornkleesamen also sehr interessant zu sein. Es gibt ein echt großes Potenzial. Und in der Krebsforschung, das bezieht sich im Moment noch auf Laboruntersuchungen, da gibt es noch keine großen Anwendungsstudien oder klinische Studien, aber da hat man auch festgestellt, dass der Extrakt der Boxhornkleesamen die Zellteilung, diese überschießende Zellteilung hemmt und dass der Selbstmord, die Apoptose von Krebszellen gefördert wird. Das kann natürlich auch eine ganz spannende Geschichte sein, dass man ganz gezielt dieses abstruse Zellwuchern, Zellwachstum, dass man das unterbinden kann. Bisher nur in Laboruntersuchungen, aber ich finde, das sind sehr interessante Ansätze. Sie merken also, auch da beschäftigt sich die moderne Forschung mit diesen Pflanzen, die eigentlich schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden im Gebrauch sind. Die klassischen Anwendungsgebiete, die man findet, also die offiziell zugemessen werden, das ist sicherlich die Appetitlosigkeit. Das sind äußerliche Anwendungen, lokale Entzündungen, also Breiumschläge, dass Abszesse, Geschwüre abheilen oder eben aufgrund klinischer Studien auch der Haarausfall. Dazu kann ich keine Aussage machen, ob das wirklich funktioniert, aber es wird beschrieben. Und traditionell wird der Boxhornklee innerlich sehr viel breiter eingesetzt, vor allen Dingen eben aufgrund dieses großen Anteils an Schleimstoffen
im Samen eben schützend, schleimhautschützend bei Atemwegserkrankungen, dass diese extreme Reizung dieser entzündeten Schleimhäute reduziert wird. Das Gleiche eben auch bei Durchfall. Wenn so ein Durchfall länger andauert, hat das ja auch was mit einer extremen Beanspruchung und Reizung der Darmschleimhaut zu tun. Und auch in der Volksmedizin hat man immer schon erkannt, diese Östrogene, diese hormonähnliche Wirkung, dass also einfach das Geburtsgeschehen erleichtert wurde, wenn man gemahlenen Bockshornklee verabreicht hatte, dass die Milchbildung gefördert wird. In eine ähnliche Richtung, östrogenähnliche Wirkung, geht es natürlich auch, wenn man vom Aphrodisiakum spricht. Und spannend ist für mich auch immer, wenn man Pflanzen hat, die so allgemein den Organismus stärken, also nach vorangegangenen Beanspruchungen, Erkrankungen, Schwächungen, wie auch immer. Und in der Volksmedizin wird der Bockshornkleesamen auch innerlich angewendet, bei Ödemen, also geschwollenen Beinen. Das erklärt sich wieder über die Wirkung über die Nieren, dass eben die Flüssigkeit aus dem Körper dann ausgeleitet wird. Und die traditionelle Anwendung äußerlich ist eben bei lokalen Hautentzündungen, bei Ekzemen, bei Furunkeln, also diesen Haarbalkentzündungen, bei Geschwüren oder Nagelbettentzündung, das ist ja das, was wir bei den Tieren als Panaritium bezeichnen, bei Muskel- oder auch Nervenschmerzen wird es äußerlich angewendet. Ja, jetzt warten Sie sicherlich schon drauf, wie viel man denn bei seinen Tieren verabreicht. Und hier wird sich jeder wieder seine jeweilige Tierart raussuchen. Jetzt muss ich sagen, dass ich mich hier also bei den Angaben um Zahlenangaben nach Fröner gerichtet habe. Das sind die aktuellen, auch die man in den Fachbüchern findet. 1894, da haben in unseren Breiten die Lamas und die Alpakas noch keine Rolle gespielt. Also wer da jetzt dabei ist und seine Tierart sucht, die hat er damals nicht aufgeführt. Ich glaube, da würde ich in etwa nach der Gewichtsklasse gehen. Wenn man ein kleines Alpaka nimmt und ein schweres Schaf, dann könnte man die sicherlich irgendwo hier so einreihen. Bei den Lamas, die sind natürlich schon ein bisschen schwerer, aber Sie sehen, das ist auch immer eine Von-Bis-Dosierung. Also da hat man ziemlich breiten Spielraum und das sind die Tagesdosierung zerkleinerte Bockshornkleesamen bei innerlicher Verabreichung. Und selbst bei den kleinen Haustieren, bei Kaninchen und Meerschweinchen gibt es Angaben, wie viel man da dosiert. Und Sie kennen es schon, wie so häufig bei Heilpflanzen sind auch die Bockshornkleesamen für Katzen nur bedingt geeignet. Also das sind dann immer Sachen, die man dann möglichst nicht selber machen sollte und einfach so frei Schnauze dosieren, sondern das sind dann Geschichten, die man dann in der Regel, das sind dann auch Tierärzte, die häufig sich mit solchen Sachen beschäftigen und die dann aber auch ganz genau die Reaktion der Tiere immer im Blick behalten, sodass es da nicht zu möglichen Überdosierungen kommt. Bei diesen Dosierungen, die hier angegebenen sind, ist es wie immer, es ist nicht viel, hilft viel. Denn wenn man zu viel des Guten nimmt, also auch bei Überdosierung, also jetzt nicht, wenn man mal ein kleines bisschen aus Versehen mal zu viel nimmt, aber wenn man doch dauerhaft überdosiert, dann kann es zu Blähungen bei den Tieren kommen. Und bei anhaltender Überdosierung, also wenn man das dann ganz bewusst machen würde, wegen dieses Trypsin-Inhibitors dann zu Proteinverdauungsstörung. Das aber nur, wenn man das über einen längeren Zeitraum, also massiv überdosiert. Sie sehen, die Spannbreite ist doch sehr groß. Also insofern ist da versehentliche Überdosierung über einen längeren Zeitraum sicher nicht die Gefahr gegeben. Jetzt haben Sie sich Ihre Tierart hier rausgesucht und dann werden Sie merken, nach dem, was der Bockshornklee alles Tolles kann, dass wir werden Sie sehen, wie vielseitig wir den in unseren Kräutermischungen standardmäßig einsetzen, aber natürlich in der gemahlenen Form, sodass diese Samen nicht unverdaut hinten wieder auftauchen. Sie sehen, dass wir es bei allen möglichen Tierarten haben. Wir haben es bei den Rindern, bei den Schafen, bei den Ziegen, bei den Lamas, bei den Alpakas, natürlich bei den Pferden, auch bei den Schweinen haben wir es mit in den Kräutermischungen enthalten. Es geht immer darum, Appetit anzuregen. Es geht bei laktierenden Tieren auch darum, die Milchbildung zu unterstützen.
Es geht darum, die Atemwege, die Verdauung zu stärken, die Zellen zu schützen und, und. Also ich glaube, nach dem, was Sie gesehen haben, wie vielseitig doch die Boxhornklee-Samen sind, ist es kein Wunder, dass wir den wirklich in einer Vielzahl von Kräutermischungen für alle möglichen Tierarten auch anwenden. Und nicht nur die gemahlenen Boxhornklee-Samen, sondern auch den Boxhornklee-Extrakt, den setzen wir ein, zum Beispiel im flüssigen Ketosan, in der konventionellen oder auch in der Bio-Variante. Wir hatten ja gelesen, dass es also auch im Zusammenhang mit Ketose gerne eingesetzt wird, der Boxhornklee-Extrakt. Deshalb haben wir den dabei. Wir haben ihn auch im Ferm, in unserer Durchfalltränke mit dabei. Sie hatten gesehen, wie wichtig der ist, antientzündlich, Schleimhautschutz, verdauungsschützend, antioxidativ, antientzündlich, Appetit anregen. Auch immer ganz wichtig, dass ein Tier, das krank ist, auch trotzdem weiter frisst, weiter säuft. Und auch so eine Durchfalltränke, die muss natürlich aufgenommen werden, sonst nützt sie nichts. Und auch in der Tierarztmarke Plantavet im Plantaferm ist dieser Boxhornklee-Extrakt enthalten. Also Sie merken, wir bedienen uns sehr eifrig dieser Heilpflanze und das denke ich mal auch zu Recht. Jetzt gucke ich gerade, habe ich tatsächlich, nein, ich habe eine Folie, bin ich noch genau. Irgendwie, ich bin eine Folie zu weit gegangen, entschuldigen Sie bitte. Jetzt geht es ja immer noch mal darum, ja, jetzt geht es ja auch um uns. Wie setzen wir denn den Boxhornklee-Samen im Humanbereich ein? Das Gängige ist sicherlich die Teezubereitung. Da muss man sich allerdings ein bisschen Zeit lassen, wenn man die ganzen Samen nimmt, weil die sehr, sehr hart sind. Also die Samen sollte man erstmal mit kaltem Wasser aufgießen und dann mehrere Stunden einweichen lassen. Und dann werden sie aufgekocht, damit eben auch diese Schleimstoffe freigesetzt werden. Da diese Samen sehr, sehr hart sind und nur schwer zu pulverisieren, also wer das selber versucht, der hat eine ganze Weile was zu tun. Da ist es sicher immer einfacher, das wird ja heute überall angeboten, dass man sich gleich gemahlene Ware kauft oder eben auch, wenn es eben auch therapeutisch sein soll, am besten standardisierte Fertigpräparate mit einem definierten Wirkstoffgehalt in Form von Kapseln beispielsweise. Und bei Wasserzugabe, da quellen die Samen eben nach wenigen Stunden oder erst nach Stunden, je nachdem, ob man drauf wartet, aber es dauert eine gewisse Zeit. Ja, wenn wir den Boxhornklee-Samen innerlich anwenden wollen, beispielsweise als Tee oder wie auch immer, wie dosieren wir ihn? Man sagt beim Menschen, dass da so Pi mal Daumen 6 Gramm gemahlene Droge pro Tag vorgesehen sind. Und wir hatten das eben schon gesehen, dass ein Teelöffel, gehäufter Teelöffel gemahlene Boxhornklee-Samen wiegt etwa 4,5 Gramm. Wenn wir das Ganze äußerlich anwenden wollen, also bei Geschwüren, bei Furunkeln, bei Abszessen, die geheilt werden sollen, dann nimmt man 50 Gramm gemahlene Droge, also gemahlenes Pulver und kocht das Ganze mit einem Viertelliter Wasser 5 Minuten lang auf. Also es muss wirklich 5 Minuten gemeinsam kochen und dann wird es als feuchtwarmer Breiumschlag äußerlich angewendet. Und Verwendung im Humanbereich finden auch die Boxhornklee-Sprossen. Die sind ganz lecker, damit kann man Gerichte aufpeppen. Es gibt ja auch viele Leute, die heute sich Sprossen anbauen, anzüchten. Die haben allerdings jetzt nicht diesen arzneilichen Effekt, diese therapeutische Breite. Man muss es nur sagen, die schmecken gut, ist eine nette Sache, aber die arzneiliche Wirkung, die man den Boxhornklee-Samen zusagt, die sind in den Boxhornklee-Sprossen eben nicht zu finden. So, und jetzt kommst du der Folie, auf die ich eben schon mal aus Versehen gesprungen war. Nachdem Sie gesehen haben, wie vielseitig der Boxhornklee angewendet wird und in wie vielen verschiedenen Produkten wir ihn auch einsetzen, weil er eben so wertvoll ist, der versteht dann zum Schluss auch das Zitat, was dem Propheten Mohammed nachgesagt wird. Er soll gesagt haben, wenn meine Leute wüssten, wie viel Heilkraft im Boxhornklee enthalten ist, dann würden sie ihn kaufen und sein Gewicht in Gold aufwiegen. Also diese ganz enorme Bedeutung dieser eigentlich recht unscheinbaren Pflanze und dieser kleinen harten Samen, wie wichtig, wie wertvoll diese Pflanze ist und natürlich auch in früheren Jahrhunderten, als man sich noch nicht so reichhaltig aus der Pharmaindustrie bedienen konnte, da wurde eigentlich schon gesagt, eigentlich ist das Ganze Gold wert.
Und wenn ich das geschafft habe, es Ihnen heute ans Herz zu legen, sich mal mit dem Boxhornklee etwas intensiver zu beschäftigen, dann habe ich eigentlich auch das erreicht, was ich heute erreichen wollte. Und damit bin ich mit meiner Präsentation auch schon mal fertig. Und jetzt werde ich mir gleich mal in den Chat hineinschauen, was da an Fragen gekommen ist. Das war erst Guten Morgen, auch Richtung Guten Morgen, Richtung Österreich. Wunderbar. Das Bild stand am Anfang und Sie konnten nichts hören. Dann bin ich ja nochmal wieder rausgegangen. Und nach dem Neustart hat es dann zum Glück funktioniert. Was auch immer das gewesen sein mag, bei mir hat das System angezeigt, dass alles funktioniert. So. Ich verschreibe und verwende es viel bei aller Arten Tieren. Ja, da machen Sie was Richtiges, Frau Hofmann. Sie haben ja gesehen, wie vielseitig Boxhornklee ist. Also man kann im Grunde genommen nicht viel falsch machen bei der ganzen Geschichte. Dann war eine Frage zu den Neuweltkameliden auf den Glukosestoffwechsel wirkend. Habe einen anderen als die heimischen Nutztiere und kippen eher um. Gibt es dazu schon Erfahrung? Aber einen anderen als die heimischen Nutztiere, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist. Im Detail würde ich vielleicht, Frau Seligsmith, wenn Sie da, ich glaube, ja, bei Ihnen geht es ja um Alpakas vor allen Dingen, wenn Sie das vielleicht nochmal präzisieren würden, kippen die Tiere um oder geht es um den Glukosestoffwechsel, der dann leicht mal aus dem Gleichgewicht kommt? Also wir haben in unserem Kräutermineralfutter für die Lamas und Alpakas eben auch diesen Boxhornklee drin. Und das ist, also die Samen natürlich, und das ist sicher auch fürs Vlies, für die Haarbildung eine schöne Sache. Also Erfahrung, ich kenne jetzt keine Studien, die es mit Boxhornklee-Samen bei den Neuweltkameliden gibt. Ich glaube, dafür sind diese Tierarten bei uns noch nicht lange genug üblich, dass da schon gezielte Studien zu einzelnen Heilpflanzen gemacht wurden. Aber unsere Rückmeldung in dieser gesamten Mischung, die wir haben, also die ist recht gut. Es werden grundsätzlich nur die Samen eingesetzt, ja. Also als arzneiliche Geschichten werden nur die Samen eingesetzt. Und Sie haben es aber ganz am Anfang gesehen, dass der Boxhornklee, also das Kraut, das Grüne, auch als Futtermittel in einigen Regionen früher eingesetzt wurde. Daher ja auch der Name griechisch Klee. Da wurde das ganz einfach geschnitten und den Tieren vorgelegt. Aber diese wertvollen Inhaltsstoffe, die sind nicht im grünen Kraut, die sind eben wirklich nur in den Boxhornklee-Samen. Keine Erfahrung dazu mit Kameliden, aber sehr viel mit anderen Wiederkäuern. Okay, ich habe gesagt, das mit den Kameliden, das ist ja auch noch ein relativ neues Gebiet. Da gibt es ja jetzt auch erst die Kompetenzzentren, auch an den Universitäten, die sich damit zunehmend mehr befassen. Zum Glück endlich. Aber wie gesagt, bei uns hat sich das sehr bewährt. Aber es gibt jetzt keine einzelnen Studien, dass wir pur jetzt nur mit Boxhornklee-Samen an den Tieren gearbeitet hätten. Das ist sicherlich eher etwas, was sie bei den Praktikern dann Anwendung, bei ihnen draußen Anwendung findet. Kann man Boxhornklee im Garten pflanzen oder sehen? Ich denke, warum nicht? Wir haben gesehen, dass es nur eine einjährige Geschichte ist. Also sie werden es immer wieder anpflanzen müssen, aber ich würde es ausprobieren. Klar, warum nicht? Ich bin auch jemand, der grundsätzlich immer alles erstmal in die Erde einsehen muss und dann guckt, ob die Bedingungen im Garten, ob die Erde, Wärme natürlich, wenn man uns sich auch wieder anschaut, wo diese Pflanze ursprünglich zu Hause ist, damit sie nachher schnell zum Fruchten kommt. Wir wollen ja nicht nur das Kraut, wir wollen ja, dass sie dann auch blüht und Früchte bildet. Also ich selber habe es bisher noch nicht gemacht, da fehlte mir bisher der Platz, da waren immer noch andere Pflanzen. Ich habe bisher den Boxhornklee eigentlich immer als Boxhornklee-Pulver mir besorgt und ihn entsprechend angewendet. Oder eben, wenn Sie ganz sicher eine therapeutische Wirkung haben wollen, dann ist es wie bei allem natürlich immer sinnvoll, man nimmt auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe standardisierte Präparate, wie es sie in den Apotheken beispielsweise gibt. Und da gibt es die Boxhornklee-Präparate ja auch in Form von Extrakten, in Form von als Kapseln. Und das sind dann die Sachen, die man dann natürlich auch genommen hat in diesen Untersuchungen, in diesen Studien, wo es dann um Parkinson, um Alzheimer und diese wirklich ernstzunehmenden Erkrankungen ging.
Frau Seligsmith, ah, okay, sie hatte sich verabschiedet. Dann wird sie die Frage nicht nochmal wiederholen, präzisieren können. Wir hatten Tiernotfall und muss weg, weil der Tierarzt da ist. Das kennt jeder. Aber man kann sich ja hinterher die Aufnahmen bei uns im Heilpflanzenlexikon, wenn es dann eingestellt wurde, auch immer im Nachhinein noch anschauen. Ansonsten, wenn Einzelfragen sind, Sie sehen, ich habe deshalb auch die Telefonnummer und die E-Mail-Verbindung auch immer extra noch auf dem Bildschirm stehen lassen. Man kann mich natürlich auch sonst immer noch mal erreichen, wenn gezielt einzelne Dinge besprochen werden sollen. Oh, Frau Kern, die hat den Boxhornklee schon im Garten gepflanzt und das funktioniert sehr gut. Wunderbar, das ist eine schöne Anregung. Also bei Ihnen funktioniert es genau. Ich liebe Curries auch und ich finde auch Boxhornklee, wie gesagt, auch in Käse und in Brot, in diesem indischen Brot ist es ja manchmal auch enthalten. Also auch selbst die festen Früchte, die haben ja schon einen ganz eigenen aromatischen Geruch. Aber wenn der dann gemahlen wird, also frisch gemahlen und diese ätherischen Öle noch dazu kommt, also für mich ist das Aromatherapie. Also ich muss dann immer automatisch grinsen, lächeln und das ist ja auch schon mal gut. Wenn man damit Sprossen ziehen kann, müsste es doch gehen. Haben Sie recht? Es geht bloß immer darum, dass man das dann nachher also auch wieder die Pflanzen so groß bekommt, dass sie blühen und dass sie auch fruchten, weil wir wollen daraus ja nachher wieder neue Boxhornklee-Samen haben, mit denen wir arbeiten können. Also wie gesagt, wie hoch das Ganze ist, aber wenn jemand das schon eine Erfahrung gemacht hat, also dann mal los. Also dann werde ich auch mal ein Eckchen frei machen und dann auch mal gucken, wie das klappt mit dem Anbauen. Curries, genau. Nee, konnte man lesen, was Sie meinen, Frau Kern. So, jetzt sehe ich da keine neuen Fragen mehr. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass wir es da wirklich mit einer unglaublich vielseitigen Pflanze zu tun haben. Und gerade eben diese phytoöstrogene Wirkung. Wenn es denn gewünscht ist, dass die Milchbildung angeregt wird, dass eben auch die Milchproduktion oder eben auch der Geburtsverlauf vielleicht etwas leichter läuft. Wie gesagt, wir reden hier von den Tieren. Sie hatten die Einschränkung aus Sicherheitsgründen im Humanbereich gelesen, aber da ging es wirklich nur um therapeutische Dosierung. Also es geht nicht darum, dass Sie Ihr Essensverhalten verändern. Ich sehe es jeden Tag, jedes Jahr in die Wiese. Wunderbar, Frau Hofmann, das ist spannend, wenn das die Tiere natürlich automatisch dann mitfressen. Ich weiß nicht, ob es dann so weit kommt, dass die nachher auch fruchten, dass sie dann auch die Boxhornklee-Samen haben. Vermutlich geht es bei Ihnen dann um die Pferde, die dann den Boxhornklee fressen. Aber wie gesagt, die wertbestimmenden Inhaltsstoffe sind in den Boxhornklee-Samen. Aber es ist immer gut, eine Vielfalt auf der Weide zu haben, eine botanische Vielfalt. Und wenn man das durch Einsäen machen kann, natürlich eine tolle Idee. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, alles verschwindet, aber das ist auch gut. Schafen, Pferde, Schweine. Ja, es ist gut für alle Tierarten, genau. Also auch wenn, wie gesagt, Schweine sind selten draußen. Das ist vielleicht in der Biohaltung, dass man die Schweine mal draußen hat, dass die auch die Möglichkeit haben, da was abzuknabbern von den Wiesen, von den Weiden. Aber Sie haben gesehen, insgesamt, also nicht nur für Wiederkäuer, eben auch für Pferde, für alle möglichen Tiere und auch für die Heimtiere war es sogar geeignet, wenn Sie sich daran erinnern, an diese Tabelle. Das ist also was Interessantes. Jetzt nähern wir uns dem Ende. Es tut mir leid, dass es am Anfang technische Probleme gegeben hat. Wir sind alle ins Boxhorn gejagt worden, irritiert worden. Also es war kein absichtlich eingebauter Fehler. Es tut mir leid. Mein System hat gezeigt, dass alles funktioniert. Aber dann merkt man wieder, dass diese Anfangsfrage, ob es technisch, ob alles in Ordnung ist, dass das jetzt nicht einfach nur so ein mal eben gesprochener Satz ist, sondern dass der durchaus sinnvoll ist. Und wenn man dann immer eine kurze Rückmeldung von den Kollegen, von den Zuschauern bekommt, dann ist das immer gut. Ja, die Leute verabschieden sich wunderbar. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Ende des Monats, wenn ich das richtig sehe, am 28. Februar, genau da haben wir dann den Enzian. Vielleicht haben Sie wieder die Möglichkeit, die Zeit, sich das anzuschauen. Und wenn nicht, schauen Sie sich einfach mal bei uns auf der Homepage im Heilpflanzenlexikon an. Da ist inzwischen auch ganz deutlich hinterlegt, zu welcher Heilpflanze es inzwischen eine Webinaraufzeichnung gibt. Und auch dieses Webinar wird kurz zeitverzögert dann auch auf dieser Seite eingestellt werden.
Ich danke Ihnen schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, eine gute Woche und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und vielleicht gucken Sie den Boxhorn Klee in Zukunft mal ein bisschen anders an oder besorgen Sie sich den gar schon beim nächsten Einkauf und fangen damit an, zumindest das ein oder andere Gericht mal zu würzen. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.